Früher ein Gewächshaus und alles treibt wie verrückt, unter anderem auch die Darlingtonia. Die sind gerade alle in der Blüte und wie man die richtig bestäubt, das zeige ich euch heute. Hi Leute, willkommen bei Green Jaws. Ich bin der Matze und heute zeige ich euch mal, wie man Darlingtonia bestäubt. Wenn man weiß, wie es geht, ist es auch total einfach und damit die bei euch genauso gut Samen ansetzen und ihr zukünftig viele kleine Sämlinge habt, zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Und ich habe schon mal was vorbereitet und das schauen wir uns jetzt an. Also Leute, zur besseren Veranschaulichung habe ich jetzt hier mal so eine Darlingtonia-Blüte aufgeschnitten und ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Teile dieser Blüte. Also wir haben hier außen die Kelchblätter hängen. Im Weiteren haben wir hier die Blütenblätter, die sind eben so, ja, in so einem braun-rötlichen Ton gefärbt. Und wenn wir jetzt mal in die Blüte hineingehen, dann haben wir hier oben die Staubbeutel drin, also da, wo der Pollen drauf sitzt. Die sitzen jetzt einmal ringsrum dann. Und hier haben wir den Stempel. Und auf dem Stempel ist hier vorne die Narbe oben drauf. Und genau da muss der Pollen drauf. Und wir sehen jetzt auch schon hier im Ansatz drin, innen drin, in diesem Fruchtknoten, der dann anschwillt, sitzen schon die ganzen kleinen Samenkörnchen vorgebildet. Das sind jetzt solche ganz kleinen weißen Pünktchen und die reifen aber erst heran, wenn die Blüte bestäubt wird. Und wie das Ganze geht, das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Hier im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt, wie man die Blüte bestäubt. Ich mache das immer ein bisschen rabiat. Ich schneide hier erstmal alles ein bisschen frei, damit man besser arbeiten kann. Also erstmal die Kelchblätter ab. Als nächstes vorsichtig die Blütenblätter abschneiden, dass wir hier besser hinkommen. So. Und zack. Alles ab. So, jetzt haben wir die ganze Blüte freigelegt. Ihr seht jetzt auch wunderbar, hier oben sitzen die ganzen Pollen ringsrum dran um den Fruchtknoten. Hier unten haben wir wieder die Narbe, wo die Pollen quasi drauf müssen. Und in dem Fruchtknoten hier, da werden dann nachher die Samen heranwachsen. Ich nehme jetzt hier von einer anderen Pflanze die Pollen. Man kann die Darlingtonia jetzt auch mit sich selber bestäuben, aber ich mache jetzt hier einfach eine kleine Kreuzung, sage ich mal, um einfach besseres Erbmaterial heranzubekommen. Ich ziehe die Blüte mal hier rüber. Man kann jetzt hier sehr schön den Pollen erkennen und ich gehe jetzt einfach mit der Pinzette hin und zwicke mir hier so ein Pollenbündel ab. Und mit dem Pollen gehe ich jetzt einfach hier unten auf den Stempel drauf und streife hier so ein bisschen den Pollen ab. Und das war es im Endeffekt auch schon. Kann zur Sicherheit einfach noch mal einen zweiten nehmen. So. Und jetzt den Pollen einfach hier unten wieder auftragen. Und das war es jetzt auch schon. Im weiteren Verlauf wird sich jetzt die Blüte hier um 180 Grad nach oben biegen. Das geht eigentlich relativ schnell. In den nächsten 2, 3 Wochen schon wird die Blüte sich nach oben biegen und dieser Fruchtknoten hier, der schwillt dann immer mehr an und wächst richtig dick heraus. Also der ist dann im Herbst, wenn die Samen reif sind, so dick und ist dann eben voll mit Samen. Die Samen, die sind relativ fein, ziemlich staubfein eigentlich und die Blüte, wie gesagt, ist nach oben gebogen und wenn platzt dann auf, wenn der Samen reif ist und dann können die Samen eben rausfallen, beziehungsweise von uns eben abgeerntet werden und wir können die dann aussehen. Ich würde auch empfehlen, die gleich direkt auszusehen, immer wenn sie frisch sind, weil so ist es in der Natur auch, da fallen die runter und dann liegen die da erstmal über den Winter, kriegen ihre Kältebehandlung und fangen dann im Frühjahr an zu keimen. Und so würde ich es mit den Samen jetzt auch halten. Also einfach im Spätherbst, wenn die Samen reif sind, abernten und direkt aussehen. Teilweise keimen die Pflanzen sofort schon, aber die meisten werden erst nach dem Winter keimen, wenn die dann kühl gelegen sind, weil da einfach eine Stratifizierung notwendig ist und fangen dann erst im Frühjahr an zu keimen. So, da bin ich schon wieder. Vergesst, nachdem ihr alles bestäubt habt, nicht auch noch einen Zettel hinzumachen, wo einfach draufsteht, was ihr gekreuzt habt, damit ihr nachher, wenn ihr die Samen erntet, auch genau wisst, was da später rauskommt. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder einiges dazulernen, wisst jetzt auch, wie Darlingtonia bestäuben geht. Ihr seht eigentlich total easy. Und jetzt würde ich sagen, ab an die Pflanzen und los geht's, damit ihr auch im Herbst ganz viele Samen ernten könnt. Schaut doch mal bei Instagram rein, da poste ich auch immer relativ viele Bilder hier aus der Gärtnerei raus, zeige auch immer schöne Pflanzen. Dort am besten einfach folgen, damit ihr dort auch nichts verpasst.
Und wenn euch das Video heute gefallen hat, zeigt es mir einfach mit dem Daumen nach oben. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Ich versuche wieder so viel wie möglich zu beantworten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Matze.